gemeinsam mit den österreichischen und schweizerischen Gesellschaften ausrichten, sondern wir feiern auch ein Jubiläum, 75 Jahre DGHO, und das ist schon etwas Besonderes. Und ich freue mich, dass Sie gerade zu dieser Pressekonferenz, wo wir viele Themen mit Ihnen besprechen möchten, so zahlreich gekommen sind. Ich darf Ihnen zunächst kurz vorstellen, Frau Professor Heidemann, unsere diesjährige Kongresspräsidentin, Professor Gerhard Ehninger, geschäftsführender Vorsitzender der DGHO, mein Name ist Friedrich Uwerkamp, auch Vorstand DGHO. Wir freuen uns, dass wir in dieser Pressekonferenz eine Reihe von Themen mit Ihnen diskutieren dürfen. Nicht nur die Highlights der Jahrestagung, von denen es eine ganze Menge gibt, sondern wir wollen auch kurz das Thema Future Demands in Oncology ansprechen. Die demografische Entwicklung unseres Landes wirft ja zwangsläufig die Frage auf, haben wir noch genug ärztliche Kompetenz in 20 Jahren? Gibt es überhaupt noch genug Ärztinnen und Ärzte, die die Expertise haben, Patienten mit Tumorerkrankungen zu betreuen? Wir wollen reden über das, was es an brisanten Themen aus der Forschung auf diesem Kongress zu hören und zu sehen gibt. Haben 5 Best Abstracts ausgewählt, die am Montag ja in einer großen Sitzung auch nochmal eingehend präsentiert und diskutiert werden, die wir Ihnen aber auch vorab als Pressevertreter auch heute gerne schon vorstellen möchten. Ich darf zunächst Frau Professor Heidemann bitten, den Aufschlag zu machen und Sie zu begrüßen als Kongresspräsidentin. Frau Heidemann. Ja, meine Damen und Herren, wir haben ja diese Veranstaltung gemeinsam geplant. Also wir sind ein Präsidium, die Kollegen Professor Döhner aus Ulm, Professor Kanz aus Tübingen, Professor Aulitzki, Professor Denzlinger, Professor Mergenthaler aus Stuttgart und Dr. Hähn aus Tübingen für die niedergelassenen Hämatologen und Onkologen. Wir alle sind zusammen ein wissenschaftliches Präsidium und haben gemeinsam die Themen ausgewählt, zusammen mit einem Programmkomitees, muss man sagen, aus den 3 Ländern, Österreich, Schweiz und Deutschland. Die sind Spezialisten, die alle ihre Informationen gegeben haben, damit dieses Programm attraktiv und wirklich aktuell wird, und es ist ein schönes Programm zusammengekommen. Wir haben schon gestern Abend einen sehr interessanten Vortrag gehört über das Genom des Pestgens. Das ist jetzt etwas, was nicht direkt zur Onkologie gehört, was aber modellhaft gezeigt hat, wie Genuntersuchungen stattfinden können und wo man auch eben dann viel daraus lernen kann. Wo es jetzt aber darum geht, um die Hämatologie und Onkologie, haben wir heute und morgen schwerpunktmäßig Fortbildungsveranstaltungen, wo es um die Themen geht, Blutzellen, Blutstammzellen, dann die ganzen zielgerichteten Therapien, was man heute schon empfehlen kann an Behandlungsmaßnahmen, gerade in der Fortbildung ist es ja wichtig. Und am Montag haben wir dann wissenschaftliche Symposien, wo es darum geht, was in der Pipeline ist an Medikamenten, was von den jungen Kollegen in den Labors geforscht wird, einfach um die Entwicklung von Krebskrankheiten zu untersuchen und zu optimieren, die Therapie dann letztlich. Das sind die Dinge, die so anstehen. Und wir hatten ja das Ganze unter dem Thema Hoffnung aus der Grundlagenforschung angekündigt. Und was heißt jetzt das Hoffnung aus der Grundlagenforschung? Es ist so, dass insgesamt 684 junge Wissenschaftler ihre Ergebnisse referieren und diskutieren werden. Und da werden zum Beispiel chemische Reaktionen untersucht, die in den bösartigen Zellen dazu führen, dass die Zellen entarten können. Es werden Möglichkeiten gefunden, gesucht zunächst, und aber auch wirklich, es sind viele gefunden worden in den letzten Jahren, wie man hier eingreifen kann in den Stoffwechsel zwischen Zelloberfläche und Zellkern. Da gibt es solche Signaltransduktionskaskaden, wo Information übertragen wird von der Zelloberfläche zum Zellkern. Und wenn man da eingreift an bestimmten Stellen, kann man verhindern, dass sich die Zelle teilt. Und da hat man inzwischen für viele Tumorerkrankungen Medikamente gefunden, die da eingreifen. Und das Besondere an diesen Therapien, den sogenannten zielgerichteten Therapien, ist, dass sie andere Nebenwirkungen machen als die Chemotherapie.
Sie haben auch Nebenwirkungen. Sie gelten als nebenwirkungsarm, aber man muss einfach daran denken, dass es Nebenwirkungen gibt, aber andere. Man kann also kombinieren. Man kann Chemotherapie kombinieren mit diesen zielgerichteten Therapien und hat dadurch nochmal eine gute Möglichkeit, höhere Remissionsraten zu haben. Remission ist ja der Rückgang des Tumors. Und man kann auch länger wirken. Man kann länger eine Remission erhalten. Und es gibt inzwischen sogar einzelne Krankheiten mit Therapieansätzen, wo man von einer Heilung sprechen kann, wo man hofft, dass die Patienten auch nie mehr einen Rückfall bekommen. Man muss da noch vieles, vieles untersuchen, weil bei vielen Krankheiten noch nicht sicher ist, wie lange man behandeln muss. Aber das sind alles Themen, die hier diskutiert werden und wo wir auch schon im Vorfeld jetzt gesehen haben, dass höchst interessante Befunde kommen und die sind ja dann auch schon prämiert oder werden prämiert. Sie bekommen die ja schon in ihren Unterlagen. Wir haben dann weitere Themen, ist es schon angeklungen, wir haben das Jubiläum 75 Jahre Hämatologengesellschaft, Deutsche Hämatologengesellschaften. Da gibt es eine ganz, ganz interessante Veranstaltung morgen früh im Anschluss an die Mitgliederversammlung. Da sind wir sehr gespannt. Da hat Herr Ehninger gestern schon in der Eröffnungsveranstaltung darauf hingewiesen, dass es da im Moment auch einen Schwerpunkt in der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie gibt, diese Geschichte aufzuarbeiten. Wir haben dann am Dienstag noch das Thema Versorgungsforschung. Auch das war uns wichtig, dass man das einmal anspricht. Viele Kollegen verlassen den Beruf. Chefärzte verlassen vorzeitig ihren Beruf, das hat es früher gar nicht gegeben, weil sie dem Druck der Verwaltungen nicht mehr standhalten können. Da gibt es Zielvereinbarungen zwischen Verwaltung und Chefarzt, die für manche nicht zu akzeptieren sind, die sie mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können. Und das ist einfach der Kostendruck, der heute eine Rolle spielt. Die gesundheitspolitische Situation, die dazu beiträgt, könnte man vieles dazu sagen. Aber wir wollen einfach das Thema aufgreifen, wollen das diskutieren am Dienstag und vielleicht einen gemeinsamen Weg finden, wie wir aus dieser, muss man schon sagen, Krise herauskommen. Es geht nicht nur um die Verträge, die die Kollegen haben, es geht auch darum, dass die Ausuferung der Bürokratie viele frustriert. Wir müssen so viel dokumentieren, wir haben gar nicht mehr Zeit für die Patienten, die wir eigentlich brauchen. Gerade in der Onkologie braucht man Zeit für die Patienten, um ihnen zuzuhören, um wirklich so empathisch zu kommunizieren, wie das notwendig ist. Und das sind Dinge, die wollen wir einfach besprechen. Wie können wir da weiterhelfen? Ich glaube, das ist zunächst mal als Einstieg ausreichend. Herzlichen Dank, Frau Heidemann. Vielen Dank. Dann darf ich gleich übergeben an Herrn Professor Ehninger. Und das Thema Zukunftsbedarf beschäftigt uns schon eine ganze Weile. Wir haben ein Gutachten in Auftrag gegeben, was gestern uns im Vorstand und im Beirat erstmals präsentiert wurde. Ein paar Aspekte davon wird Herr Professor Ehninger sicher gleich aufgreifen. Wie viel Forschung braucht die Versorgung, Professor Ehninger? Vielen Dank. Ich möchte Sie auch als Vorsitzender der Fachgesellschaft begrüßen. Mich bewegt als Vorsitzender natürlich auch dieses 75-jährige Bestehen. Zum einen haben wir einen großen Stolz auf das, was erreicht worden ist. Sie werden nachher Highlights hören von den 5 Best Abstracts-Trägern, um zu sehen, wie breit aufgestellt die Forschung im Bereich unserer Fachgesellschaft ist. Wir haben exzellente Ehrenmitglieder, unter anderem Herrn Professor Zuhausen, bereits bevor er den Nobelpreis bekommen hat. Von daher sind wir stolz auf die onkologische Forschung. Sie werden auch in einem Symposium am Sonntag die Ehrenmitgliedschaftsüberreichung hören an Professor Körbling. Er ist jetzt im MD Anderson Houston, hat in Heidelberg vor Herrn Ulm die ersten Transplantationen durchgeführt mit peripheren Blutstammzellen. Das ist später ergänzt worden durch Arbeiten, die Herr Welt in New York, dann Hannover gemacht hat, ein Pädiater, der GCSF als Wachstumsfaktor identifiziert hat.
und Herr Kolb, der die spezielle Wirksamkeit von T-Zellen nach Transplantation dargestellt hat. Ich denke, das sind Highlights von deutschen Forschern, die die Welt, in der wir arbeiten, extrem belebt haben. Andererseits die Facette, und da bin ich gestern ausführlich drauf eingegangen, ich bin gefragt worden, ich hätte gestern etwas, wie soll man sagen, mein Humor hätte gefehlt, der sonst bei Eröffnungen da ist. Aber wenn man zurückblickt auf das Thema Ehrenmitglieder von der Gesellschaft, die in der Nazizeit gegründet worden ist, dann war es notwendig, die verweigerte Ehre in Dokumentation zu Hans Firschfeld. Der ist ein führender Forscher der Hämatologie gewesen, der zum Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft bereits verbannt war, als Arzt Berufsverbot gehabt hatte. Er ist mit keinem Satz erwähnt worden. Er ist nach Theresienstadt deportiert worden, dort gestorben. Wenn Sie dieses Buch anschauen und die Dokumente auf der anderen Seite, da können Sie lernen, mit welcher Detailtreue bis zur Aufstellung der Vermögensgegenstände und Übertragung die Vorväter dort vorgegangen sind. Und das erinnert uns an diese Geschichte. Was mich besonders bewegt an dieser Stelle ist, dass nach dem Krieg wäre ja die Chance bestanden, die Namen dieser Leute wieder Ehre zu geben. Aber das Gegenteil ist eingetreten. Wir reden heute von Plagiaten. Wenn Sie aber dort die Meinungsbildner der damaligen Zeit haben sich das Vermächtnis von Hirschfeld genommen, die Herausgeberschaft ihn nicht mehr erwähnt, teilweise wissenschaftliche Arbeiten übernommen und nicht zitiert. Also das scheint die Menschheit zu durchziehen und findet sich auch natürlich in unserer Fachgesellschaft. Deshalb denke ich, das ist eine wichtige Komponente, dass wir Freude und wirklich Schamgefühl haben. Und deshalb lege ich Ihnen dieses Buch, ein paar Exemplare gibt es noch draußen, an die Hand. Kommen wir zu heute. Wir haben uns die Aufgabe gestellt, eine historische Expertengruppe anzustellen von internationalen Historikern, die unsere Geschichte weiter beleuchten. Und Professor Vosswinkel ist der hauptamtliche Angestellte, der das machen wird. Lesen Sie vielleicht die einleitenden 5 Seiten zu diesem Buch und Sie werden betroffen sein. Das Jahr 2012 hat uns gezeigt, dass wir unser höchstes Ziel, die Versorgung unserer Patienten, dann zufriedenstellend bewerkstelligen können, wenn wir an 3 Punkten intensiv weiterarbeiten. Es ist angesprochen worden, wenn wir ein Future Demand sind, wir werden dieses Gutachten, wenn es fertiggestellt ist, Ihnen allen zur Verfügung stellen, aber Sie können abzählen, was sich ereignen wird. Bei älter werdender Bevölkerung wird eine Zunahme von Krebskrankheiten sein, bei aber zunehmender Verkürzung der Lebensarbeitszeit der Mediziner und geringerer Attraktivität, wie es Frau Heidemann schon angesprochen hat, werden wir Versorgungsengpässe haben. Deshalb müssen wir unseren Beruf attraktiv machen. Da kümmern wir uns hier schon mit den Studenten, die hier speziell unser Fach vorgestellt bekommen. Wir haben gerade den Nachwuchs geehrt und wir werden einen intensiven europäischen, internationalen Austausch im Bereich der Fortbildung und Weiterbildung haben. Da freuen wir uns, dass wir die Schweizer Kollegen und die Österreicher Kollegen immer als Freunde mit an der Seite haben. Das ist außergewöhnlich, dass wir so intensiv zusammenarbeiten. Wir werden daran arbeiten müssen, Versorgungsengpässe bei Zytostatika zu vermeiden. Sie wissen, dass wir dort in die Offensive gegangen sind, weil ursprünglich war im Arzneimittelgesetz 16. Novelle vorgesehen, dass ein Pharmalieferant, der eine Zulassung hat, auch liefern muss oder bestraft wird. Das ist durch Lobbyismus bei der Verabschiedung im August, im September gekippt worden. Und jetzt kann jeder, der eine Zulassung hat, ad libitum liefern oder nicht liefern. Wir wissen den Effekt.
das just in time geliefert wird, das heißt kaum mehr Lagerhaltung. Und es führt vor allem bei lebenswichtigen Medikamenten, die bereits ein Patentverfall haben, dass die sehr lieblos behandelt werden. Wir müssen dort sehr schnell eine Ad-Hoc-Gruppe auch mit dem BMG zusammenstellen, wie man diese Engpässe, wir haben in diesem Jahr 6 Substanzen, die entweder seit 12 Monaten nicht lieferbar sind oder immer wieder Lieferunterbrechungen haben. Und das sind lebensbedrohlich wichtige Medikamente oder Medikamente für lebensbedrohliche Zustände zu der Akutbehandlung erforderlich. Dazu hat die Fachgesellschaft eine Liste erstellt. Und wir hoffen, dort für unsere Patienten die Versorgung sicherzustellen. Die Bild-Zeitung hat natürlich eine Komponente aufgenommen. Es geht in diesem Bereich wie im Spotmarkt zu. Das BMG hat selber bei einer Anhörung gesagt, ihnen sind Fälle bekannt, dass Lieferanten entscheiden, also Großhändler entscheiden, wenn in England der Preis günstiger ist, dass sie die palettenweise aus Deutschland die Medikamente nach England bringen und dort verkaufen und in Deutschland die Lieferung nicht möglich ist. Das ist also ein Zitat aus dem BMG und wir wissen auch von den Big Five Pharmafirmen der Welt, dass in China vierfach höhere Preise bezahlt werden, nur um einfach dort eine Lieferung für die zunehmende Versorgung der Bevölkerung zu beginnen. Sie wissen aber, in China werden nur 10% der Bevölkerung überhaupt versorgt nach unserem Standard. Von daher, wenn die zu einer Vollversorgung kämen, können Sie sich wissen, was in dem Rest der Welt sein wird. Also wir haben schon Probleme, die ethischen Probleme anzusprechen in China, aber dann werden wir noch Bittsteller wahrscheinlich werden, dass wir auch was abbekommen. Wir müssen darauf aufmerksam machen. Ich würde Sie auch bitten, dieses Thema zu bewegen. Und dann ein weiterer wichtiger Punkt ist Erhalt und Ausbau der unabhängigen klinischen Forschung unter erleichterten Rahmenbedingungen. Wir haben dort, denke ich, einen großen Punkt gemacht. Die EU-Direktive, der Entwurf, hat einen Meilenstein geschafft. Sie wissen, seit EU-Direktive 2001, Umsetzung ins deutsche AMG, sind alle Studien, wo eine zusätzliche Untersuchung durchgeführt wird, interventionelle Studie, also konkret ein Beispiel, wenn Sie Chemotherapie geben wollen und Sie wollen gucken, ob die Patienten vor eine tiefe Beinvenenthrombose haben und sagen, ich mache das jetzt bei allen meinen Patienten mal, dann müssen Sie eine klinische Studie anmelden, die Probandenversicherung. Wie ist die Interpretation? Das ist ein zusätzliches Risiko, weil auf dem Weg zur Untersuchung könnten die Patienten ja die Treppe hinunterfallen. Das sind also wörtliche Zitate aus Anhörungsverfahren. Und da sind wir froh, wir haben lange dran gearbeitet an der EU-Direktive. Warum ist es notwendig, dass die geändert wird? Wir können derzeit in Europa keine multinationalen Studien von der Akademie aus machen, weil jedes Land hat seine eigenen Zulassungsbedingungen, seine eigenen Rahmenbedingungen, seine eigenen Ethikkommissionen. Und mein liebstes Kind ist da, wir haben in Deutschland 45 Ethikkommissionen, mit denen ich bei der akuten myeloischen Leukämie mich beschäftige. Und Ethik ist nicht etwas, was in 10 Geboten festgelegt ist. Sie bekommen dort durchaus Stellungnahmen. Die Einverständniserklärung ist zu einfach dargestellt. Die gleiche Einverständniserklärung der anderen Ethikkommission, die ist zu kompliziert, die ist zu kurz, die ist zu lang. Da können Sie sich schon vorstellen, das ist also kein geeichtes System, sondern der Beliebigkeit teilweise unterworfen. Jetzt hat es in Deutschland einen riesen Rumor gegeben, weil es sollte möglich sein für Studien, die nicht risikobehaftet sind. Also zum Beispiel die Ultraschalluntersuchung vorher, vor einer Chemotherapie, dass dort ein Ethikvotum in Europa reicht. Ich habe vor 30 Jahren in Tübingen gelernt von dem dortigen Chef, Theologe und Mediziner, eigentlich muss Europa derselbe Kulturkreis bedeuten, von Spitzbergen bis Sizilien. Es sollten die gleichen Vorstellungen sein, was ist zulässig, was nicht zulässig ist. Dass da ein bisschen Anpassung noch notwendig ist, kann man sich vorstellen, aber wir haben denselben Kulturkreis, die gleichen rechtlichen Wertesysteme.
Und da kann es nicht sein, dass wenn wir eine europäische Studie machen, wir haben es mal hochgerechnet, wir hätten etwa 130 Ethikkommissionen zu bedienen, wir hätten 27 Oberbehörden in den Staaten zu bedienen mit unterschiedlichen Unterlagen. Das geht nicht. Wir haben es einmal ein Beispiel gezeigt, Sie haben einen Container voll mit gedruckten Unterlagen, die Sie dort herstellen müssen. Deshalb unterstützen Sie uns ein bisschen dabei, dass man diese EU-Direktive, die ist wirklich essentiell und wichtig, dass die nicht in ihren Entstehung schon torpediert wird. Und einige aus der politischen Szene, die für diese schwierigen Bedingungen verantwortlich sind, bemühen schon den Untergang des Abendlandes. Eine deutsche überregionale Zeitung, dort wurde geschrieben, es wäre ein Rückfall ins Mittelalter. Klinische Studien werden im Mittelalter durchgeführt. Es ist keine Studie aus dem Mittelalter bekannt. Von daher weiß ich nicht, wie Studien dort durchgeführt worden sind. Aber dass der Fehler der Frankfurter Allgemeinen Zeitung passiert, ist schwierig. Oder Rückfall vor Helsinki, wo die Grundlagen der medizinischen Forschung nach dem Zweiten Weltkrieg und nach den Menschenversuchen festgelegt worden sind, die sind natürlich nicht ausgehebelt, sondern die sind erfüllt. Also ich denke, wir kämen da weiter. Warum brauchen wir die gemeinsame Forschung? Das, was aus der Grundlage, Frau Heidemann hat getitelt, Hoffnung aus der Grundlagenforschung, aber das ist ein weiter Weg. Wir wissen heute durch regulatorische Aufwände von der Entdeckung einer Substanz oder eines Prinzips bis der Umsetzung brauchen Sie 10, 15 Jahre. Das ist wichtig, dass diese Schritte sicher gemacht werden, dass diese nachvollziehbar gemacht werden, aber diese zeitliche Verzögerung kommt einfach daher, dass zu viel Bürokratie dazwischen steht. Und die wollen wir einfach nicht bekämpfen, sondern die wollen wir vermindern, weil wir haben eine Überregulation. Also wir sprechen hier dieses breite Feld an von der Grundlagenforschung. Sie haben tolle Forschungsergebnisse bis hin zu regulatorischen Hürden. Und wir haben die andere Dimension, historische Verantwortung, dass Dinge, die in Deutschland geschehen sind, nie mehr möglich sind. Und wir haben auch gelernt in der historischen Forschung, der vorauseilende Gehorsam, man will gefallen und dass das nicht mehr das Prinzip ist. Ich persönlich, wenn ich dort bei dieser Medikamentenversorgung mal auf das Problem aufmerksam mache, man droht dann natürlich auch ein bisschen nicht lieb Kind zu sein, weil man auf ein Problem aufmerksam macht. Aber unser Prinzip ist, weil unsere Patienten oft sich nicht mehr äußern können, weil sie schwer krank sind, sind wir für unsere Patienten verantwortlich. Und sie werden von mir kein Wort hören, was dazu führen sollte, dass Ärzte irgendwelche Vorteile bekommen. Das ist nicht unsere Aufgabe, das sollen Berufsverbände machen, aber die Fachgesellschaft soll Forschung vorantreiben zum Wohle des Patienten. Vielen Dank. Vielen Dank, Professor.